Ja, Huhu hier wieder beim Quali und bei Blood Bowl. Und wir spielen eine Runde mit unserem Nerdpool Chaos Squad. Hab mal ein bisschen versucht, die Musik auszumachen, die nervte mich ein bisschen. So, Nekromanten und Tote, ja, in unserer Liga. Und wir haben diesmal wieder eine bessere, einen besseren Teamwert als unsere Gegner. Und wie gewöhnlich werden wir trainieren. Für 52,4%, das sieht gut aus. Mehr können wir diesmal nicht machen. Und wir kriegen die Agilitätserweiterung für Backfisch. Und starten das Match. Gegen die Wolfenburg-Diggers. Die haben Werwölfe im Team, die sehr fies sein können. Aber das werdet ihr sehen. Ich meine, eigentlich hoffentlich nicht sehen, aber es könnte sein, dass ihr das seht. Ich hoffe nicht, dass die hier zwischen unseren Tiermenschen wüten. Ich danke übrigens schon mal für die ganzen tollen Kommentare. Besonders die Leute, die eigentlich die Chaoszwerge vorne sehen wollten. In Folge 3. Pech gehabt. Wir waren besser. Hallo und herzlich willkommen in diesem großartigen Stadion, wo heute dieses faszinierende Match stattfindet. Pure Gewalt, heimtückische Tricks und literweise Blut stehen auf dem Plan. Und ich freue mich sehr darauf, das Spektakel gemeinsam mit unserem Experten Bob Biffer zu kommentieren. Ein Hallo an alle da draußen. Offensichtlich ist sich der Trainer nicht sicher, was den Ausgang der Partie angeht. Er weiß genau, dass hier ein Massaker stattfinden wird, kann aber nicht einschätzen, wie viele Spieler nach dem Abpfiff übrig bleiben werden. Ja, wir spielen einfach mal mit unserem neuen Spieler, mit dem guten Bero Minotaurus. Und schauen mal, was der uns hier so bringt. Quali lasse ich diesmal im Team, weil der die Chance hat, eine Stufe aufzusteigen. Der Loridas hat das so schnell nicht. Aber Beanie können wir eigentlich auch drin lassen und nach vorne an die Linie stellen, da wo er hingehört, der Beanie. Unseren Knochenbrecher haben wir auch da. Der Zu kann aufsteigen, dieses Spiel. Max Monster könnte auch aufsteigen. Ja, und hier Plastiklöffel, unser neuer Spieler, der die Möglichkeit hat, aufzusteigen. So, dann stellen wir mal nicht ganz nach vorne, um ein bisschen zu vermeiden, dass die direkt umgetackelt werden. Na. Und dann nicht mehr die Chance haben, hier groß was zu reißen. So. Ich denke, diese Formation ist ganz okay. Der Gegner spielt hier mit Zombies. Den kennen wir vom letzten Spiel. Und hier haben wir einen Starspieler. Starspieler, ja. Wir haben die Verfluchten, die kennen wir auch schon. Und hier sind die Werwölfe. Ihr seht schon, rasend. Das heißt, sie pushen auch zweimal, wenn es drauf ankommt. Und Klaue, das ist natürlich ziemlich fies. Und die haben hier diese Fleischgolems, die halt Stärke 4 haben. Ja. Und hier hinten die Werwölfe und die Ghule sind halt relativ, relativ gut mit dem Ball. Und auch relativ schnell unterwegs. Das heißt, im Gegensatz zu normalen Untoten-Teams sind diese Nekromanten-Teams hier einiges cooler, weil sie schneller sind. Oder zumindest die Chance haben, schneller zu sein. Beanie hat sich direkt mal hier gegen den Werwolf durchgesetzt eben. Nicht zu Boden gegangen, der Gute. Ja, und Engai und Umbreon kriegen wieder einen aufs Maul. So, aufstehen ihr beiden. So, was machen wir denn? Wir holen erstmal hier einen Block.
Dann schieben mal ein bisschen. Schau mal, ein paar scharfe Elfenschilder. Nein. Verkaufen die Guts auf der Tribüne. So, dann... Seit wann machst du denn die Guts? Gar nicht. Können wir hier einen Einserblock machen, weil der hier geblockt wird. Das heißt, ich versuche mal hier den Ghoul wegzubauen. Aber der hat leider auch Blocken. Da rein, den Ghoul. Wir können mit dem Minotaurus mal den versuchen, hier an den Rand zu schieben. Ist eine risky Manöver, aber wir versuchen das mal. Komm, Beru, zeig, was du kannst. Schieben und jetzt kommt es dran, ob wir unsere Go-For-Its auch schaffen. Ja, sehr schön. Und da ist er auch direkt verletzt. Die ersten Starspielerpunkte für Beru. Perfekt. Sehr schön. Das klappt doch wie am Schnürchen. Wie am Schnürchen klappt das. So, dann können wir hier noch Backfisch nach, oder wer ist das? Ne, Koali nach vorne ziehen und den Beanie mal blocken lassen. Sehr schön. Auch hier Starspielerpunkte für Beanie. Det läuft. So, hier hinten ist der Ball. Ich glaube, da schicken wir einfach mal hier Plastiklöffel mal nach vorne. Macht da ein bisschen Trouble. Schön, aber jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir auch zwei von der Seite wegbleiben, weil die Werwölfe können einen halt hier auch schnell von der Kante kippen lassen. So, und hier gibt es dann noch, doch noch den Block. Zack. Und dann ist der Gegner dran. Der hier wird schwierig. Ja. Aua. Armer Plastiklöffel. Ihr seht schon hier die Klaue. Aber diese Klauenfähigkeit, die werde ich mir früher oder später für unsere Leute halt auch holen. So, der Werwolf hat weiterhin den Ball. Beanie, hier ist das Beanie. Ja, Beanie. Beanie wird damit auch noch sich Gehör zu verschaffen. Block gegen uns. So, jetzt können wir hier wieder aufstehen. So, und dann hat der Umbroni die Chance, mal den... Ah. Ja, mit Ausweichen können wir ihm da nicht viel. Wir brauchen einen Tackle irgendwann auch auf den Leuten. So, dann hauen wir den nochmal. Blocken gegen Schieben. Wir schieben den mal hier rüber. Und dann gehen wir hier nochmal rüber mit dem... Und können hier nochmal einen Block machen. Und diesmal geht er zu Boden, der Ghoul. Sogar aus dem Spiel. Perfekt. Leider keine Starspielerpunkte. So, Plastiklöffel geht wieder nach oben. Und wir machen wieder dasselbe mit dem Beru, was wir eben gemacht haben. Einmal hier einen fetten Block und der Werwolf geht diesmal nicht aus dem Spiel. Und wir machen mal Druck hier auf den Starspieler. So. Und hier blocken wir mal ein bisschen den Weg zum Ball. So, der zu. Geht man hier ein bisschen ins Backfield, weil ich habe ein bisschen Angst, dass die hier durchbrechen. So, und dann haben wir noch einen Einserblock gegen den Zombie. Der klappt. Wir rücken aber nicht nach. Mit dem Koali. Ah, die stehen hier ein bisschen frei. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Oh, der Beru macht hier... Macht sich hier bezahlt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mehr Specht. So. Komm, Beru. Hau doch direkt mal hier den Ghoul. Am besten aus dem Feld. Nee. Okay. Dann geht der Ratch mal hier zum Werwolf. Und Plastiklöffel schaut mal, ob sie ihren Knochenbrecher-Skill durchbringen kann. Na, mit Wiederholungswurf. Ja, das klappt doch. Und rücken wir nach. Sehr schön. Und Ratch hat sogar den Ball gefangen. Das läuft doch. So, dann müssen wir hier den Werwolf ein bisschen blocken.
Der Koali wird auch mal durchbrechen hier. Der Ratch. Ja, der kann auch einen Touchdown gebrauchen, der Ratch. So, hier, Umbreon, hau mal den Typen hier um. Ah, ich weiß ja, Umbreon kann nicht blocken. Ne? Der ist zu friedlich, der Kerl. Viel zu friedlich. Ja, die Motley Horde. Jetzt kommen die Fleischgolems angerauscht hier. Aber er schafft es nicht, den Werwolf hier aus der Tackle-Zone freizuholen. Ja, und dann... Ja, die Fleischgolems können relativ schlecht ausweichen. Der hat nämlich nur Agility 2... Oh, Panzerung 10! Das ist natürlich eine Menge. So. Dann hauen wir doch jetzt mal hier mit dem Koali auf den Ghoul. Ja, leider nur geschubst. Rücken nicht nach. Und dann hauen wir mit Plastiklöffel den... Ah, der Starspieler hat leider Stärke 4. Das ist nicht so schön. Hier können wir auch nicht lang, weil da liegt der Werwolf. Haben wir denn noch irgendjemand? Hier erstmal aufstehen hier hinten. So. Zu holen wir wieder was nach vorne. Hier haben wir noch einen Knochenbrecher-Block gegen den Verfluchten. Komm, hau ihn aus dem Spiel. Jawoll! Der Mischka ist der Killer. Killer, sag ich da. Killer. So. Der Beanie rockt jetzt auch mal ein bisschen nach vorne. So, und jetzt probiere ich einfach mal den Einser-Block hier. Ja, läuft. Sehr gut. Komm, Ratch. Durchspurten. Ich versuch den Touchdown, Leute. Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Unsere Cheerleaderin gibt ihr Bestes. Meiner Meinung nach die coolsten Cheerleader haben die generischen Elfenteams. Oder die Gobbos, die sind auch ziemlich witzig. Ja, okay. Das hat ja ganz gut funktioniert. Auch mit dem Ratch, der auch einen guten Touchdown gebrauchen konnte. Wo ist der überhaupt, der Ratch? Max Monster? Wo ist der Ratch? Wo ist der Ratch? Zu? Na? Plastiklöffel? Hier ist der Ratch. Ja. Aber für wen wechseln wir jetzt den Koali wieder ein? Eben hatten wir, glaube ich, den Loridas rausgenommen. Beanie. Max Monster. Dann ist der Ratch. Hier ist der Loridas. Den können wir eigentlich auch ganz gut drin gebrauchen. Ich glaube, ich nehme mal hier den Max Monster raus. Den Inkognito-Zwerg. Ein Vorteil ist, dass wir den Gegner hier einen Verfluchten rausgehauen haben. Wo liegt er? Und der wird auch nicht wiederkommen. Das ist schon mal sehr gut. Leider ist jetzt hier Plastiklöffel von einem Stein, das wir Block getroffen worden. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen schlecht aufgestellt. Ich darf die nicht mehr so nah hier ohne einen Doppelten hinstellen, weil der wenn er ein bisschen intelligent ist, haut er die mit dem Werwolf direkt raus. Das ist nicht so optimal. Auch schön weit weg hier von unserem Beru, der schon rockt. Hat sich schon gelohnt, der Einkauf. Die Zombies versuchen, den Umbreon zu blocken hier. Wissen immer noch nicht, dass er eigentlich total friedlich ist und bei seinen Blocks immer versagt. Es zieht sich ja durch die Spiele. So, hier, aufstehen, Beanie. Aufstehen, Engai. So, Plastiklöffel darf noch nicht wieder aufstehen. So, wie machen wir das jetzt am geilsten, am besten? Wir holen uns erstmal hier den Beru. Ah, Beru will leider nicht.
Wir müssen mit ihm halt immer vorher testen, wenn er nichts Gewalttätiges macht, also keinen Blitz oder keinen Block ansagt, dann ist der Test relativ schwierig und naja, hier so weiter nach hinten, das hätte nicht geklappt. Jetzt steht er da blöd rum und wir müssen schauen, dass wir damit klarkommen. Machen wir erstmal hier einen Block gegen den Zombie. Guck mal, gegen den Zombie mag der Umbrieren. Zack. So. Ich würde sagen, dann hauen wir den Werwolf mal mit einem Knochenbrecher. Komm, Mischka. Ja, der Werwolf hat leider auch Blocken. Hm, nur schieben. So, und dann stellen wir den Ballträger einfach ein bisschen. So, auch hier den Ghoul ein bisschen blocken. Und in den Rückraum den Koani zum Absichern. So, ein Einserblock gegen den Ghoul noch. Ja, der hat natürlich nicht geklappt. Oh, war ja. Wir haben schon 3 Wiederholungswürfe weg. Aber gut, wir sind auch schon in Zug Nummer 6 gleich. Wir brauchen noch so einen Wiederholungswurf mindestens noch. Damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. Ja, die Klaue gegen den Umbreon. Ja, sehr schön. Mischka ist einfach eine Wucht. Eine Naturgewalt in unserem Team. So. Hier mein Einserblock, da haben wir. Hier dazu steht mal auf. Und der Eloridas blockt mal den Zombie. Und schiebt ihn mal weg. So. Dann können wir hier noch einen dazu holen. Müssten jetzt eigentlich. Ah, der ist halt noch, der stört noch. Wir versuchen mal den Zombie hier zu blitzen mit dem Beru. Der stört nämlich ein bisschen. Und dann schieben wir so die Leute weg. Und jetzt haben wir einen Zweier. So, der Ball ist frei. So, das heißt, Plastiklöffel steht jetzt auch mal auf. Geht mit einem Go for it mal hier unten zu dem Ghoul hin. So, der Ball ist frei. Das heißt, wir können versuchen, mit Mischka einen Einserblock zu machen oder den Ball aufzuheben. Der Mischka ist nicht der Beste im Ball aufheben. Sag ich schon mal vorneweg. Ich nehme den Einserblock, Leute, und schieb den Verfluchten hier mal neben den Beru. Oh, der Bini macht das hier schon gegen die Beine. Der Ball liegt da relativ sicher. In der Tackle-Zone von Eloridas. Und so einfach kommt man da jetzt nicht so dran. Ja, der Werwolf. Aua, Eloridas. Keine langfristigen Auswirkungen, Gott sei Dank. Aber er wird uns in diesem Spiel weiter fehlen. Wir haben aber noch einen Tiermensch auf der Ersatzbank. Wen haben wir auf der Ersatzbank? Ich glaube, es war Max Monster, ja. So, aufstehen, Leute, aufstehen. Hier wird nicht gefaulenzt. So. Engai haut hier mal den. So, wie machen wir das jetzt am besten? Alles Einser-Blocks. Hier ist ein Zweier-Block. Und dann schieben wir den Verfluchten weg. Oder den. Wir schieben den weg, damit der frei ist hier unten. So.
zu Matsch geschaffen. Dann glaubst du also, dass der so... Der Zu macht ein... Ah, der hat Stärke 4. Das ist natürlich nicht so cool. So, komm, Beru, hau mal hier den Verfluchten aus dem Latschen. Okay. Du haust hier den Werwolf aus dem Latschen. Hoffentlich. Zack. Sehr schön. So, das ist immer noch ein 1er Block. Retch läuft mal hier rüber und kann nachher ein bisschen versch... So, und ich muss mal den... Sollen wir den 1er Block riskieren? Heute nicht, Jim. Ich habe noch ein Cheerleader eines Dunkelelfenteams. Bestimmt die wieder Peitsche. Ich mache hier mal den Weg zu. Wo ist denn der Ghoul von hier hinten? Der ist nach da oben gelaufen. Okay. Dann laufe ich jetzt mit Plastiklöffel mal in die Richtung vom Ball, zumindest. Grob in die Richtung. So, und hier können wir noch einen Block machen. Ja, läuft. Und dann noch, doch noch ein bisschen Druck auf den Ball ausüben. Der Kinnhaken hat ihm wohl nicht geschmeckt. Ups, bin gespannt. Gegessen wird hier, was auf die Visage kommt. Solange so viele Gegner am Boden liegen, ist alles in Ordnung. Oh, oh, oh. Das ist jetzt keine gute Sache hier. Okay. Mit ein bisschen Glück können wir den mit dem Bero raushauen. Er ist stehen geblieben. Tackle durchbrechen. Beanie wird geschubst. Und hier ein Block gegen uns. Okay. Hier steht erstmal der Koali wieder auf. So, dann haut der Umbreon auf den. Sehr gut, das ist eine gute Sache. Und der rückt nicht nach. So. Los, Beru! Nein, Beru, nein, nein, das ist jetzt ganz böse hier. Oh, Gott sei Dank, Halbzeit. Ich dachte schon, jetzt werden wir hier kassieren ohne Ende. Ah gut, wir führen zur Halbzeit. Und haben jetzt gleich die Möglichkeit, den Ball zu holen. Beanie auch nach vorne. Nehmen wir noch einen Knochenbrecher. Und hier sind die Leute, die die Touchdowns brauchen. Max Monster. Und Koali. So. Den Beru behalte ich mir mal nach hinten für einen Blitz. So. Hier können wir einen 1er Block, einen 2er Block machen. Hier können wir einen 2er Block machen. So sieht das doch gut aus. Schneller Angriff. Ich darf mich im Feld bewegen. Das ist ja sehr schön. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können hier den Knochenbrecher gegen den Ghoul einsetzen. Perfekte Sache. So. In letzter Zeit hört man kaum noch etwas von den Heroes of Law. Und für die Zuschauer, die es nicht wissen, die Heroes of Law wollen allen zeigen, dass es möglich ist, ein Spiel mit... Alle noch ein bisschen nach vorne. Backfisch ein bisschen Richtung Ball. Hier auch ein bisschen nach vorne. Okay. Gut, dann hau doch bitte den Ghoul aus dem Spiel. Das hat schon mal nicht angefangen. Und jetzt bitte den Werwolf aus dem Feld. Ah, okay. Nicht aus dem Feld, aber immerhin down. So, dann
gehst du hier an die Linie, damit hier schön der Zombie weggetackelt werden kann. Und auch die Fleischgolems brauchen ihre Abreibung. In einem körperbetonten Spiel wie diesem ist dieser Spieler hier genau richtig. Ja, hier geht es ganz schön hässlich zur Sache. Diese Schönheitsoperation kommt sicher billiger als im Krankenhaus. So, jetzt holen wir uns den Ball. Oh, komm, Backfisch. Das kannst du besser. So, Max Monster wird sich mal um den hier kümmern, dass der nicht einfach so weglaufen kann. Genau wie der Zombie, der hier nicht einfach so weglaufen soll. So. Einen noch nach hier. Und dann stehen wir eigentlich ganz gut. Hier kommen sie jetzt gleich alle um die Ecke rum, aber das geht noch. Bei den steigenden Kosten für Doping und Bestechung wird es auch so weitergehen. Den können wir mit Glück gleich aus dem Spiel schieben. Da kommt der Werwolf angelatscht. Das ist gleich natürlich nicht ganz angenehm, wenn er uns jetzt hier gleich hier aus dem Rücken attackiert. Oh, er steht sogar mit dem Werwolf auf. Ha! Aus dem Spiel. Sehr schön. So, wir schieben den. Und schieben nochmal hoffentlich, jawohl. Und aus dem Feld, raus mit dir. So, hier haben wir einen Einserblock. Warum haben wir hier noch? Also, weil der da oben auch geblockt wird, okay. Sehe ich einen. So, dann gehen wir doch hier mal... nach da oder nach da? Wir gehen nach hier und geben ihm den Ball. Sehr gut. So, dann haut der Umbreon den Ghoul. Boah, Umbreon, ey, echt. Es ist schon auffällig. Hinterher. So, jetzt ist leider der Fleischgolem frei. Komm hier, hau den Zombie... Oh, okay, Beru mag jetzt nicht. So, dann haben wir hier noch einen Einserblock. Und hier auch noch einen Einserblock. Nee. So. Hier war die Flanke schon mal ganz gut freigeräumt. Starspieler kommt auch noch hier rüber, der Neckbreck-Erek. Ah, der Ghoul weicht aus. Okay. Wenn er meint, er müsste das so machen. Kein Ding, kein Ding. So. Wie kriegen wir jetzt den hier weg? Der Umbreon, oder wer ist das hier? Der ist der Umbreon. Wenn der ihn blitzt, nach da schiebt, können wir den da reinschieben? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, es war klar, dass der Umbreon nur schiebt. So. Und dann schieben wir... Jawohl, mit zu Boden. Und zack. Sehr schön. Dann hoffen wir jetzt mal, dass der Beru in Lauffreude ist. Ja, er mag laufen, das ist gut. Hier, Mischka läuft auch ein bisschen. Zu, nach vorne. Nein, bitte keine.
So. Der macht mir ein bisschen Sorgen, der Starspieler hier. Bini kann auch nicht einfach ausweichen. Plastiklöffel könnte einfach ausweichen und hier unterstützen. Probieren wir mal. Ja. Und ein 1er Block mit Wiederholungswurf. Das schieben wir leider nur. Okay. 1er Block von Engai. Ja. Nee, meine... Die beiden Chaoskrieger sind etwas schlecht im Blocken. Ja. Aber noch ist unser Ball hier ganz gut gesichert. Gegen Zombie und Starspieler. Die sollten eigentlich nicht so eine gute Chance haben, jetzt aufzustehen und noch irgendwie Trouble zu machen. Ja, sag ich ja, das ist eine schlechte Wahrscheinlichkeit. So. Wenn er jetzt hier, den können wir noch da schieben, noch da schieben. Das heißt, er wäre am Ende auch nicht so schön platziert. Komm, Bero, mach mal. Ja, schieben. Und. Sehr gut. So. Dann der Plastiklöffel macht jetzt hier mal einen Spurt nach vorne. Wir wollen ja hier weiter in Richtung Touchdown-Zone. So, der steht jetzt erstmal nicht mehr auf. Der Umbreon stellt sich noch hier vorne. Ja. Hier der Engai kann eigentlich mit einem Go for it auch mal nach hier vorne. Schafft er. Mini, du blockst hier zwei Fleischgolems. Das läuft. Das läuft. So, Rundenende. Hier unten, weiß nicht, was der da soll. Da kommt er auch schon wieder. Sieht gut aus für uns. Wird der Bini wieder zu Boden gekloppt. Der Arme. Na? Ja. Wie gesagt, das ist relativ unwahrscheinlich, dass man hier irgendwie aus diesem Dingens rausgeht. Wir haben das bei den... Was bei den Chaoszwergen? Ich weiß gar nicht. Irgendwo haben wir es ja gesehen, dass das irgendjemand gemacht hat hier irgendwie die ganze Zeit gegen diese massiv schlechten Chancen nach außen hinwegspurten konnte. Wir hauen jetzt hier einfach alles um, was wir können und was in der Nähe des Balls ist. Und die Fans erwarten schon den Touchdown, aber wir warten noch eine Runde. Wir hätten diese Runde auch schon machen können. So, sehr schön. Weg mit dir. Na, leider keine Starspielerpunkte für den Bero, aber er hat einen Ghoul verwundet.
So, und gegen den Starspieler machen wir das Ganze auch. Aus dem Feld mit dir. Sehr gut. Läuft. Schön neben dem Golem hier. So, den Zombie blocken wir hier ein bisschen. Aufstehen, Bini. Einserblock gegen den Werwolf. So. So, werde ich jetzt gierig? Mal hier. Ich glaube, ich werde gierig, Leute. Ja, das war schlecht. Ich war zu gierig. Der Startspielerpunkt fürs Passen wäre cool gewesen. Gott sei Dank ist der Ball jetzt nicht so weit weg von uns allen. Und so viele Spieler vom Gegner sind nicht mehr auf dem Feld, dass das jetzt groß schlimm werden könnte. Und die Spieler, die auf dem Feld sind, haben alle Agility 2. Außerdem einen Werwolf, der hier hinten noch ist. Und hier hinten dem Typen, aber der ist ganz, ganz weit weg. Wen haben wir denn hier noch in der Nähe? Wir haben den Max Monster noch. Und den Ratch. Der Umbreon wäre auch noch in der Gegend. Umbreon könnte auch einen ganz guten Touchdown gebrauchen. So, wie machen wir das jetzt? Wir hauen hier erstmal mit dem Ratch auf den. Und schieben den Typen mal weg. Und zwar nicht neben den Ball, das wäre scheiße. So, den jetzt schieben, dann schieben wir den auch neben den Ball. Das heißt, wir nehmen jetzt mit dem Max-Monster den Ball auf. Komm. Sehr gut. Lauf mal nach vorne hier. Ja, macht der Max-Monster halt den Touchdown. Das geht auch. So. Der Beru kümmert sich mal um den hier. Ah, will er nicht. So ein Ärger. Er versagt mir den Dienst. So, hier kommt er nicht ohne weiteres rum, wenn ich den hier hinstelle. Das heißt, der muss hier in zwei Tackle-Zonen rein. Wir sichern das Ganze noch mal ein bisschen mehr ab, indem wir die nach vorne stellen. So. Und hier machen wir noch einen Einserblock, um den bisschen Luft zu verschaffen hier. Alles klar. Die Zombies rollen an, weichen aus. Ist auf die 5, ne? Ist das hier? Ja, auf die 5 weichen die aus. Ja, und jetzt holen wir uns einfach den Touchdown, das ist das Sicherste. Der gute Max mit dem Touchdown. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und wir machen wieder ein bisschen einen auf Pussy und ziehen unsere Spieler für den letzten Spielzug nach hinten. Außer natürlich unsere Chaoskrieger und den Beanie. Aber stellen sie diesmal neben... Ah, ist der Max Monster, der jetzt da vorne steht. Wo ist denn der Beanie? Beanie, deine Platz ist vorne. Vorne. Da ist er. Zack. So, und
hier hin und dahin und annehmen. Hier kommt ein Spieler, der Blood Bowl-Geschichte geschrieben hat. Mag sein, aber zu meiner Zeit konnte er nicht wirklich schreiben, weil ich ihm regelmäßig die Arme gebrochen habe. So, Ball schön weit ins Rückfeld des Gegners, da wird nicht mehr, jetzt nichts mehr passieren. Hier gibt es auch eigentlich auch keine guten Blocks. Da hätte man auch anders hinstellen können, aber gut, der Computergegner ist da jetzt nicht so der intelligenteste auf dieser Schwierigkeitsstufe. Obwohl es normal ist. Ne? Also und? Das kann nicht gesund gewesen sein. Nee, das sah nicht gesund aus. Komm, du hast keine Chance mehr, mach jetzt hier alle Schluss, jawohl. Arme Kerle, die brauchen bestimmt einige Zeit, bis sie sich von diesem Spiel erholen. Ja, aus mentaler Sicht ist diese Blamage. Schauen wir mal, ob wir einen Aufstieg haben. Wir haben 4 gewürfelt, 50.000 Einnahmen. Wir wiederholen das mal. 4 plus kann man mal wiederholen. Und haben dann 70.000 eingenommen. Sehr gut, das läuft. 70.000 Gold können wir gut gebrauchen. Und wer ist denn der MVP? Der Max Monster ist MVP und das hat damit auch den Aufstieg. Sehr, sehr, sehr nice. Einige Spieler können auf die nächste Stufe, nämlich der Max Monster. Was holen wir uns? Oh, er hat einen Pasch gewürfelt. Ein Pasch. Ja, Mutation können wir ja immer. Klammerschwanz. Tentakel. Große Hand. Abstoßendes Aussehen für Max Monster. Ich weiß ja nicht. Ich bin dafür, dass wir mehr Knochenbrecher in unserem Team brauchen. Blocken Knochenbrecher, das rockt. Spätestens, wenn man dann wirklich Starspielerpunkte braucht, dann muss man auch mit so einem Prügelteam versuchen, die zu erlangen. So, wir brauchen noch 30.000 Gold für den nächsten Chaoskrieger. Ich habe schon eine Bewerbung noch von Coriminus bekommen als Tiermensch. Tiermenschen haben aber erstmal genug. Also falls kein Tiermensch sterben sollte, hole ich mir jetzt erstmal keinen neuen Tiermenschen dazu. Schauen wir mal, ob der Coriminus als Chaoskrieger, ich weiß ja nicht. Aber ich könnte mir auch den Zwergenpaladin als Chaoskrieger einkaufen, weil dann habe ich jetzt schon 2 Zwerge inkognito in meinem Team. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Ihr werdet es sehen beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blood Bowl. Have fun, tschüss. Now.